volle Bastelzeit und ich habe da mal wieder was ausgegraben aus der wunderschönen Industrieecke. Eine anonyme, weiße Metallbox. Yay. Ja, das hier, das stammt, wie ich schon sagte, aus einer Industrieanlage und hat nicht ganz so viel. Auf der einen Seite, da haben wir nämlich eine RJ45-Buchse und zwei LEDs. Auf der anderen Seite, da sieht das Ganze so aus, eine Sub-D-Stecker, also ein Comport, DC-Buchse und ein paar Schalter. Ansonsten ist man nicht viel zu sehen, aber auf der Unterseite haben wir tatsächlich noch ein Logo oder zumindest ein Typenschild. Und zwar ist das Ganze hier die CS121BL bzw. die Hardware CS131. Das Ganze läuft mit 9 bis 36 Volt DC bei 100 mA, wobei 24 Volt wohl der Normalfall ist. UL-Liste, CE-Zeichen, WEE-Zeichen, was man so alles haben will. Ja, was das Ding hier macht oder gemacht hat, naja, es ist halt ein Adapter von Comport auf Netzwerk. Man hat eine Anlage, die spricht nur seriell. In dem Fall ist es für USV-Anlagen, das heißt also große Systeme mit Batterien, die bei einem Stromausfall dafür sorgen, dass Anlagen weiter Strom bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir halt Netzwerk. Das Ding hat im Prinzip die seriellen Sachen der USV übersetzt oder aktiv abgefragt und dann über Netzwerk zum Beispiel SNMP bereitgestellt. Das heißt also ein standardisiertes Protokoll, um abzufragen, ja, wie voll ist denn gerade der Akku, was macht das Ding, ist noch alles in Ordnung, gibt es Fehler. Und was der hier, soweit ich mich entsinne, auch konnte, ist selber die Daten ein bisschen interpretieren und dann zum Beispiel sagen, okay, wenn der Batterie gerade sich die ganze Zeit entlädt und wir kommen so bei 20% an, dann schicken wir aktiv ein Paket an diverse IP-Adressen. Das können dann zum Beispiel PCs, Server oder ähnliches sein. Da läuft eine Software drauf, die nimmt das entgegen. Und wenn das ankommt, dann fährt das System runter. Einfach mit dem Hintergedanken, naja, wir haben jetzt schon 80% vom Akku verbraucht. Der Strom ist immer noch weg. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass der Strom in Kürze wieder hier ankommt. Also gehen wir hin, fahren die Systeme sauber runter, schließen die Programme, schreiben alles, was wir noch im RAM gecached haben, mal auf die Festplatte, sodass wir keinen Datenverlust bekommen. Das ist halt der Hauptgrund auch für solche USV-Anlagen. Einfach, dass Datenbanken und so richtig geschlossen werden und man keine Daten verliert. Joa. Jetzt sagte ich ja schon, das Ding hier ist industriell. Das heißt also, diese wunderschöne Box hier, die kostete damals fast 600 Euro. Joa, klingt jetzt nicht wenig dafür, dass man lediglich einen kleinen Prozessor wahrscheinlich da drin hat, der seriell spricht und eine Netzwerkschnittstelle hat. Ein STM32 kann das locker und die sind halt schon länger auf dem Markt. Heutzutage hat man meistens dann ein bisschen größere Systeme sogar, irgendwas ARM-mäßiges, was dann auch Webinterface und alles Mögliche deutlich besser abhandeln kann. Bastler würden jetzt sagen, ist ja überhaupt kein Problem, ich gehe hin und nutze für sowas einen Raspberry Pi. Und das Traurige ist, es gibt tatsächlich auch heute Industriehersteller, die so eine wunderschöne Metallbox verkaufen für mehrere hundert Euro. Und wenn man sie aufschraubt, ist halt ein Raspberry Pi drin. Ja, es wird halt überall nur mit Wasser gekocht. Hier ist definitiv kein Raspberry Pi drin, dafür ist das Ding zu alt. Also gucken wir mal, was denn drin ist. Ich vermute mal sehr stark, dass sich hier unter diesen wunderschönen aufgeklebten Plastikfüßen irgendwas an Schrauben versteckt. Und Überraschung, sogar Schlitzschrauben. Okay, ja, Schlitzschrauben habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Na gut, Gehäuse ist, denke ich, klar. Das ist so ein Standardgehäuse, das gibt es fertig zu kaufen. Man hat halt dieses äußere, es ist kein U, es ist eher so ein Omega, was dann auf einer Bodenplatte sitzt und die Bodenplatte hat dann, noch nicht mal, ich wollte gerade sagen vorne und hinten, aber hier ist es tatsächlich so, die Bodenplatte hat die Seite mit der Netzwerkkarte und die Oberseite ist gebogen und hat die Seite mit dem Comport und so. Okay, so oder so, die Schrauben müssen raus, wenn wir da rein wollen. Es gibt im Internet so ein bisschen Beschreibung dazu, da steht was von einer 32-Bit RISC-CPU. Okay, wird also irgendein 32-Bit-Mikrocontroller sein, der sich hier drin versteckt, das passt nicht, die sich hier drin versteckt und dafür sorgt, dass wir unsere Netzwerkdaten bekommen.
Das Ding im Übrigen, ihr habt eventuell gemerkt, dass hier nirgendwo ein Herstellername draufsteht. Das hat damit zu tun, dass das OEM-Kram ist. Das wurde hergestellt, ich glaube, von der Firma Generex aus Hamburg. Und die haben das an diverse Firmen verkauft, unter anderem zum Beispiel an Rital. Und ja, kam halt bei vielen Firmen dann zum Einsatz. Die haben dann einfach irgendwo ihr Logo damit draufgeklebt. Ich meine, hier kann man ja noch sehen, dass hier anscheinend mal ein Aufkleber drauf war. Aber Inhalt immer derselbe. Das heißt also, gucken wir mal. Wie hat man denn damals Netzwerk gemacht? Was ist eigentlich damals? Steht hier irgendwo eine Hausnummer? Von welchem Jahr mal reden? Copyright 2007. Also über 15 Jahre her wahrscheinlich. Und tada! Okay, das ist mehr als erwartet. Ich schraube die Platine mal weiter raus und können uns die mal genauer anschauen. Und wir hatten gerade ja auch gesehen, die ist hier eingeschraubt auf so Stelzen und die sieht man auch von der Unterseite. Die sind anscheinend da nachträglich irgendwie reingeschweißt, reingedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier produziert wird. Na gut, ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns hier mal die Platine an und ja, Aufbau ist sehr überschaubar. Wir haben hier oben erstmal der Beginn der Stromversorgung im Sinne von der DC-Buchse. Von da aus geht es hier über dieses Trace auf die Sicherung, 750 mA. Von da aus geht es weiter. Bisschen interessant ist die hier, diese Diode. Uns dann nämlich mal überlegen, die scheint ja falsch rum eingebaut zu sein. Davon ausgehend, dass es Center Positive ist und das wollen wir ja sehr hoffen. Naja, das ist unser Verpolschutz. Wenn da jemand Center Negative einsteckt, dann kommt der Strom über Ground, fließt über die Diode zurück über die Sicherung hier hinten hin. Heißt, die Sicherung geht kaputt und entsprechend ja, wird da so ein bisschen was geschützt. Okay, gut. Ansonsten geht's hier runter auf den ganzen Block hier und wenig überraschend, wir haben eine große Spule, wir haben große Elkos, das ist natürlich ein Schaltregler. Wir sehen hier den Chip, das ist ein LM25758, wenn ich das richtig sehe, oder B. Das ist ein Schaltregler, 1 Ampere Step-Down. Der dürfte hier also eine niedrigere Spannung dann generieren. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass hier das Ding auf 3,3 Volt läuft. Das wird dann über diesen Block hier, wie gesagt, generiert. Der ist aber nicht der einzige, denn wir haben hier unten nochmal einen Schaltregler. Oder nee, nicht Schaltregler, einen Linearregler. Und zwar ein Klassiker. Das ist nämlich tatsächlich der LM1117. Wieso Klassiker? Naja, der LM1117, okay, zugegeben in der SMD-Version, der ist auf vielen von diesen ESP8266-Boards für die Stromversorgung da und wandelt halt die 5 Volt vom USB auf die 3,3 Volt für den ESP um. Ist also ein relativ bekannter Part. Was wir dann auch noch links haben, das ist dieses Ding hier. Das ist offensichtlich eine serielle Schnittstelle mit einem passenden Chip dazu. Das ist der DS14C335 und wer schon mal hier seriell gemacht hat mit diesen Steckern hier, also richtiges seriell, das klassische, der weiß schon, na, wenn da so 4 Kondensatoren sind, das ist offensichtlich ein Transceiver dafür mit integrierter Charge Pump. Das heißt also, der nimmt die Daten entgegen und bringt sie dann auf ein höheres Level. Ich glaube, das Standardlevel ist irgendwie plus minus 12 Volt oder so. Müsste nochmal nachgucken. Das macht im Prinzip der hier unten. Der ist relativ ähnlich zum MAX232, den man früher gerne verbaut hat. Allerdings für 3,3 Volt. Gut. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier oben offensichtlich irgendeine Art von Chip, wo etwas draufklebt. Ich dachte eigentlich, dass es der Flash wäre, aber es wird wahrscheinlich RAM sein. Ich hatte jetzt den Aufkleber nicht nochmal extra runtergeholt. Wieso denke ich, dass das der RAM ist? Naja, das hier ist unser Flash. S29GL016. Das ist ein Flash mit 1616 Megabit, also wahrscheinlich so 2 Megabyte, dass wir da an Firmware drauf haben. Ganz unten haben wir dann noch den kleinen hier. Das ist ein EEPROM, wahrscheinlich für ein paar Configs noch zwischenzuspeichern. Und verbunden wird dann alles am Schluss in der Mitte hier mit diesem Hyperstone HiNet 32S. Und das ist tatsächlich etwas, das kannte ich so bisher nicht.
Das ist 32, hier schönen Namen, wahrscheinlich irgendein 32-Bit-Mikrocontroller. Und zwar ist das ein RISC und DSP integriert bis zu 220 MHz, kann allerdings die Frequenz hoch und runter skalieren, je nachdem, wie man es gerade braucht, um Strom zu sparen. Und der hat relativ viel mit dabei, unter anderem auch sogar einen JPEG-Encoder, wahrscheinlich für Webcams, dass man ihn da oder sowas benutzen konnte. Aber was bei dem viel wichtiger ist, das Ding hat 200 Megabit Ethernet-Max dabei, also ja, so ein bisschen Logik für Ethernet steckt da drin. Der ist speziell halt gemacht für Dinge, die Netzwerk machen. Und rausgekommen müsste der irgendwo so 2005, 2006 sein. Ja, hier sieht man es ja auch, 0624, also 2006, 24. Woche. Auch hier oben haben wir eine 0622 draufstehen. Also ja, etwa 2006 dürfte der hergestellt worden sein. So, jetzt wissen wir, der hier spricht schon mal so halb Ethernet. Da fehlt aber noch ein bisschen was für ganz Ethernet. Das ist der Chip hier, ein DP83848VV. Das ist ein Ethernet PHY Treiber und wenn wir Ethernet sprechen wollen, dann brauchen wir auch die sogenannten Magnetics. Das sind im Prinzip einfach nur ein paar Trafos, die die eigentliche Buchse dann galvanisch vom Rest trennen. Und die Buchse haben wir hier hinten, geht dann hier durch. Wie wir auch sehen können, hier oben, da ist noch jede Menge frei. Da haben wir nur die beiden LEDs mit den Vorwiderständen. Aber ansonsten, wir haben hier einen Steckplatz, der nicht belegt ist. Wir haben hier einen, der nicht belegt ist. Hier oben, das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendeine Art RS-485 oder sowas ist, zusammen mit den Treibern hier hinten. Und das hier, keine Ahnung, was hier sonst noch fehlt, aber man sieht ja hier, ist jede Menge noch an Zeug, das man bestücken könnte, wenn man wollte. Ja, das ist also die Magie, die da drin steckt. Auf der Rückseite haben wir nicht mehr viel mehr, außer dem endgültigen Beweis, dass das eben von dieser Firma Generex stammt. Und ja, das war es, denke ich, zur Hardware. Und wenn ich da 12 Volt drauf gebe, jo, da kommt tatsächlich was im Netzwerk raus. Die IP lässt sich ja glücklicherweise über so TCP-Dump oder Wireshark schnell rausfinden und es war kein Passwort drauf, von daher, yay. Wie wir hier sehen können, waiting for serial data, ja, das Ding kann halt aktuell nicht mit der USV kommunizieren, entsprechend gibt es auch wenig Statusmeldungen von selbiger. Ansonsten im Menü, wenn wir gucken, neben den ganzen Statussachen gibt es die Möglichkeit, USV, Modell und System zu konfigurieren. Hatte eben ja schon gesagt, das Ding wurde von vielen Herstellern genutzt. Entsprechend auch viele unterschiedliche Modelle. Und technisch, naja, solange die USV seriell spricht, sehe ich jetzt keinen Grund, warum das Ding hier das nicht können soll. Ansonsten Netzwerksachen, Scheduled Actions, was sehr interessant ist. Damit kann man halt Dinge ja, zeitgesteuert ausführen. Beim Batterietest macht das eventuell noch Sinn, ob ich die USV zeitgesteuert abschalten möchte, im Sinne von halt alles, was hinten dran hängt, ausschalten. Das klingt mir doch noch sehr viel Trollpotenzial, wenn irgendeiner das Ding hier mal übernimmt. Naja, technisch ist es halt möglich. Ansonsten, ja, SNMP, E-Mail für irgendwelche Rückmeldungen, Timeserver für die Uhrzeit, Eventstatistik, Datenstatistik, also kann man dann auch historisch sehen, wie waren die Eingangsspannungen, wie waren die Belastungen der einzelnen Phasen. Wir sehen hier ja auch Load 1, 2, 3, das Ding kann auch dreiphasige USVs, Batteriekapazität, Batterietemperaturen, halt die üblichen Metriken werden hier auch für eine gewisse Zeit aufgezeichnet, kann man sich auch hier nochmal einen Log rausziehen, auch wenn externes Monitoring dann natürlich schöner ist. Für uns, denke ich, interessanter ist aber mal nachzugucken, was denn da dahinter steckt, ob man da irgendwas sehen können. Wenn wir da mal Netzwerk aufmachen und so einen Request angucken und auf die Header, ne, der Server HiNetOS 2.0, das klingt schon fast so, als ob das irgendwie direkt das SDK vom Hersteller ist, also von dem Prozessor. Entsprechend da nicht, dass irgendein übliches Betriebssystem drauf zu sein scheint. Ich würde also davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall kein Linux oder wie hieß dieses Realtime OS da, was verbreitet war? FreeRTOS war es, glaube ich. Also sowas würde ich dann jetzt hier nicht vermuten, sondern ja, tatsächlich irgendetwas, was direkt aus der CPU rausfällt. Ich hatte dann auch mal rund geguckt, hier steht ja HiNetOS 2.0. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Interview zum Thema HiNetOS Version 3.0, also dem Nachfolger, das neue Embedded-Betriebssystem. Da wird dann groß gesagt, hier, das kann Netzwerk und Webseiten und braucht nur 128 Kilobyte an RAM.
Und ja, diese Ausgabe hier, die ist von Februar 2004. Also auch wenn die Chips auf dem Board halt 2006 waren, das Betriebssystem ist also mindestens mal älter als so 2003. Hat also jetzt seine 20 Jahre auf dem Buckel. Aber wie wir sehen, es kann zumindest noch irgendwas an den Browser schicken, was interpretierbar ist. Standards, yay. Und ja, auch wenn man in die Software mal reinschaut, ich habe es jetzt nicht wirklich groß auseinandergenommen, aber in der ZIP-Datei liegen halt die HTML-Dateien, die oder SHTML-Dateien, die ausgeliefert werden. Das ist halt einfach nur statisches HTML mit ein paar Variablen, die ausgefüllt werden. Interessant hier auch zu erkennen, dass das Ding halt ein bisschen älter ist. Die Dateien alle so 2004, 2005, ein paar ältere, ein paar neuere. Und ja, auch WAP.shtml, wenn ich so der YouTube-Altersstatistik glauben darf, dann dürften viele das tatsächlich noch kennen. Das war halt früher mal irgendwie so abgespeckte Webseiten für so Nokia-Handy-Ära. Ja, zeigt halt auch so ein bisschen das Alter. Ja, und das war dann mal wieder hier so ein Blick in etwas aus der Industrie-Ecke. Heutzutage, ja, USVs haben kein Seriell mehr. Das heißt, solch eine externe Box hier wird man eher selten finden. Allerdings, tatsächlich, auch neuere USVs haben teilweise kein natives Ethernet, sondern eine Einsteckkarte. Und im Prinzip ist die Einsteckkarte nichts anderes als das hier. Natürlich mit moderneren Komponenten, wahrscheinlich dann auch ein bisschen moderneren Betriebssystemen dahinter. Aber das Konzept, dass man eine Netzwerkkarte an eine USV steckt, das hat sich bis heute halt nicht wirklich geändert. Ja, das Ding hier, viel kann ich ehrlich gesagt damit nicht mehr anfangen, weil ist halt ein geschlossenes Betriebssystem, ist nichts, was man jetzt so einfach ändern kann. Ja, sicher, man kann jetzt versuchen, die Firmware auseinanderzunehmen. Man kann versuchen, hier sind ja vier Header drauf. Ob hier seriell rausfällt, irgendeine Konsole, aber ich erwarte es eigentlich nicht. Das wird eine Software, ein Betriebssystem sein, eine Firmware sein, die speziell für diese eine Aufgabe, ich mache seriell auf, nicht USB, auf Netzwerk, speziell dafür entwickelt wurde und auch wirklich nur das kann. Am Ende, ne, es sind alles Komponenten, die man so mehr oder weniger direkt aus dem Laden, aus dem Regal ziehen kann. Wir haben halt fertige Stromwandler hier für die Spannungen, also einen Schaltregler und einen Linearregler. Wir haben einen fertigen Prozessor, der halt dafür ist, Webseiten auszuliefern im Embedded-Bereich mit Flash und RAM und so dazu. Und wir haben einen Netzwerk-Controller mit einem Übertrager, der das dann halt rausschickt. Mehr ist das nicht. Diese drei Komponenten quasi fertig von der Stange geholt, auf dem Board gemacht. Und das ist dann ein Produkt, was, was hatte ich eben gesagt, 600 Euro oder sowas gekostet hat. Naja, dürfte eine gute Gewinnmarge sein. Aber wir sehen halt auch, die Dinger klappen dann halt. Ich kann das Ding jetzt auch noch immer noch anstecken nach fast 20 Jahren oder nicht ganz, wenn wir nach den Chips gehen. Und das Ding funktioniert technisch gesehen noch. Ich würde es jetzt vielleicht nicht produktiv einsetzen, einfach weil hier ein paar Jährchen an Updates fehlen dürften. Gerade Sicherheitsupdates, Kompatibilität mit aktuellen Browsern. Das ist halt bei solchen Websachen immer ein kleines Problem. Und gerade bei sowas wie einer USV möchte man halt ja, eventuell keine Risiken eingehen. Da hängen ja meistens Dinge dahinter, die ein bisschen mehr wert sind. Denn ja, wenn einer mit sowas hier rumarbeitet, ist das wahrscheinlich keine USV, die einfach nur irgendwie ein PC oder ein Switch oder sowas versorgt, sondern da hängen im Zweifelsfall mehrere Kilowatt bis hin teilweise zu Megawatt dahinter, die dann ganze Rechenzentren versorgen. Na gut, genug gequatscht. Ja, wie gesagt, viel kann ich damit nicht anfangen. Das Gehäuse tue ich mir auf jeden Fall mal weg. Das kann man wahrscheinlich noch benutzen für irgendwas. Und die Platine, naja, viel wird man nicht mehr mit anfangen können. Aber technisch gesehen tut sie halt immer noch, was sie sollte.